Es gibt auch neben den Voraussetzungen der Absicht auch sogenannte Mawani'a. Das sind also so was wie die Hindernisse. Das heißt, wenn etwas von diesen, nennen wir es mal Hindernissen, existiert, dann ist ebenfalls keine gültige Niyya da. Man könnte eigentlich, manche der Rechtsgelehrten nennen das nicht Mawani'a, sie nennen das nicht Hindernisse, sie zählen das auch zu den Bedingungen, aber das sind dann sozusagen negative Bedingungen. Das heißt, Bedingungen, die nicht, also hier wird bedingt, dass diese Dinge nicht existieren, nicht präsent sind. Dazu zählt unter anderem, das ist sehr wichtig, das ist interessant nämlich, das wissen viele nicht, die Absicht, ich nenne es jetzt mal Absicht, die Absicht oder der Wille, der Entschluss, die Absicht zu beenden. Der Wille und Beschluss, die Absicht zu beenden. Damit wird die Absicht auch hinfällig. Und die Handlung, die man gerade ausführt, in der man den Entschluss gefasst hat, die Absicht zu beenden, ist damit auch hinfällig. Und das zeigt uns unter anderem, dass es, wenn man beabsichtigt, ein Gebet zu beenden, abzubrechen, da muss man nicht den Salam nach rechts und links machen. Alleine, dass du den Entschluss gefasst hast, ich beende das Gebet, damit ist deine Handlung schon hinfällig. Musst du nicht noch den Salam machen, denn der Salam fällt nicht mehr ins Gebet. Und dazu zählt zum Beispiel auch jemand, der fastet, und das ist eine wichtige Sache, jemand fastet, ob das jetzt ein Pflichtfasten ist oder ein freiwilliges Fasten, er fastet und während des Fastens irgendwann hat er keine Lust mehr und dann sagt er, ich höre jetzt auf, ich faste jetzt nicht mehr. Er muss das nicht aussprechen, aber das passiert in seinem Inneren. Damit hat er den Entschluss gefasst, seine Handlung abzubrechen. Also er hat seine Absicht unterbrochen. Und damit ist sein Fasten auch beendet. Auch wenn er nichts gegessen und getrunken hat, wenn er nichts getan hat, was das Fasten hinfällig macht, sein Fasten ist fertig. Hier muss man aber unterscheiden, ein ganz wichtiger Punkt. Die Fuqaha unterscheiden hier zwischen dem, was ich eben genannt habe, und der Absicht, etwas zu tun, was das Fasten hinfällig macht. Sie unterscheiden hier. Das heißt, wenn jemand beispielsweise, er sagt sich innerlich, ich werde was essen, ich werde gleich was essen oder was trinken. In diesem Fall sagen sie, oder irgendwas anderes machen, was das Fasten unterbricht. Das heißt, er beabsichtigt, er hat hier nicht den Entschluss gefasst, seine Absicht jetzt sofort aktuell zu beenden. Er hat einen Entschluss gefasst, etwas zu tun, was das Fasten hinfällig macht. In diesem Fall wird das Fasten nur hinfällig, wenn er die Handlung ausführt. Wenn er die Handlung ausführt. Das ist ein Unterschied. Tayyib. Das ist eine Form der Mawani, das heißt Hindernisse der Niyya. Und dann gibt es noch die Ridda. Die Ridda ist aber nicht nur ein Hindernis für die Niyya, sondern macht ja den ganzen Islam hinfällig.